Was muss man als Berufseinsteiger beachten? Ich bin Nils von der Deutschen Bank und ich beantworte eure Fragen rund um das Thema Finanzen. Eben noch im Studium oder in der Ausbildung, schon ist man im Büro. Der Einstieg ins Berufsleben ist etwas ganz Besonderes und etwas ganz Aufregendes. Wow! Das erste Gehalt, der erste Arbeitsvertrag, bei manchen sogar die erste Wohnung. Das sind viele Herausforderungen, die auf einen zukommen. Hier sind drei Fragen, die euch dabei helfen, diese Herausforderungen zu meistern. Erstens, welche wesentlichen Dinge gilt es beim Berufsstart zu beachten? Zweitens, wie kann man sich sein Einkommen so einteilen, dass es auch ausreicht? Drittens, was kann man mit dem Geld machen, das dann noch übrig bleibt? Frage Nummer 1. Welche wesentlichen Dinge gibt es beim Berufsstart zu beachten? Wichtig wird es schon vor dem ersten Tag, denn ihr müsst mit eurem zukünftigen Arbeitgeber über einen Arbeitsvertrag verhandeln. Teil dieses Vertrages ist das Gehalt, dazu eventuell eine variable Vergütung sowie Sonderleistungen. Ihr könnt vorab euren Marktwert recherchieren, um so nicht zu riskieren, euch unter Wert zu verkaufen. Wie hoch das Gehalt sein kann, hängt davon ab, für welchen Job ihr euch konkret bewerbt, wie groß der Arbeitgeber ist, in welcher Region ihr euch bewerbt, welche Fähigkeiten ihr mitbringt und natürlich auf eure Vorbildung. Zudem gibt es manchmal bei den Sonderleistungen noch Verhandlungen. Spielraum. Beispielsweise zahlen einige Arbeitgeber das Ticket für Bus oder Bahn nur auf Anfrage. Zudem solltet ihr euch vorab informieren, wie Urlaub, Überstunden und Kündigungsfristen geregelt sind. Zweiter wichtiger Punkt, vor allem für Uni-Absolventen, ist die gesetzliche Krankenversicherung. Diese müsst ihr vor Berufsstart bei der Krankenkasse eurer Wahl abschließen. Studierende sind zwar bis zum Alter von 25 Jahren bei den Eltern mitversichert, diese Option verfällt allerdings, sobald ihr ins Berufsleben einsteigt. Das gilt auch, wenn ihr erst 22 oder 23 Jahre alt seid. Wenn ihr eine Ausbildung gemacht habt, habt ihr ja schon zu Beginn in dieser Ausbildung eine entsprechende Krankenversicherung abgeschlossen. Dritter wichtiger Punkt, Versicherung. Allen voran die private Haftpflichtversicherung. Sie deckt typische Risiken im Alltag ab und ist die wichtigste Versicherung. Wenn ihr in einer eigenen Wohnung lebt, kann es zudem Sinn machen, über eine Hausratversicherung nachzudenken. Diese deckt Schäden, zum Beispiel an euren Möbeln durch Feuer oder infolge eines Wasserschadens ab. Auch über eine Berufsunfähigkeitsversicherung solltet ihr frühzeitig nachdenken. Diese sichert euch nämlich ab, wenn ihr aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten könnt. Und je früher ihr diese Versicherung abschließt, desto geringer sind in der Regel die monatlichen Beiträge. Vierter wichtiger Punkt, ihr müsst damit anfangen, BAföG und Studienkredite zurückzubezahlen. Dafür müsst ihr dem BAföG-Amt sowie der Bank mitteilen, dass ihr jetzt einen Job habt. Fünfter wichtiger Punkt, als Arbeitnehmer könnt ihr eine Steuererklärung abgeben. Eine gesetzliche Verpflichtung gibt es dazu in den meisten Fällen zwar nicht, allerdings könnt ihr vom Finanzamt manchmal auch ein bisschen was zurückbekommen. Frage Nummer 2. Wie kann man sein Einkommen so aufteilen, dass man gut damit auskommt? Arbeitet mit fixen Budgets, statt euer Geld nach Gefühl auszugeben. Eine mögliche Faustregel, die dabei helfen kann, ist die sogenannte 50-30-20-Regel. Bedeutet, ihr plant bis zu 50% eures Einkommens für Grundausgaben und Fixkosten ein, wie zum Beispiel für Miete, für Nebenkosten oder auch für Lebensmittel, bis zu 30% für eigene Bedürfnisse, wie zum Beispiel für Essen gehen oder für Bücher, und 20% eures Einkommens spart ihr. Entweder für den langfristigen Vermögensaufbau, wie zum Beispiel für die Altersvorsorge, oder ihr habt konkrete Sparziele, wie beispielsweise ein Auto. Dies ist natürlich nur eine Faustregel, die ihr je nach eurer Lebenssituation individuell anpassen könnt. Frage Nummer 3. Was kann man mit dem Geld machen, das übrig bleibt? Ihr könnt eure Kurz-, Mittel- und langfristigen Sparziele planen und verfolgen. Aber das Wichtigste zuallererst ist, eine Reserve für unvorhergesehene Ausgaben aufzubauen. Diese sollte 3 Netto-Monatsgehältern entsprechen und kurzfristig verfügbar sein, zum Beispiel auf eurem Girokonto. Im zweiten Schritt könnt ihr damit anfangen, konkrete Sparziele zu verfolgen, beispielsweise für neue Möbel oder für ein neues Auto. Wichtig dabei ist, dass ihr die Sparbeiträge von eurem Girokonto trennt, beispielsweise durch ein Sparkonto. So kommt ihr nämlich gar nicht erst in Versuchung, die gesparten Beiträge auszugeben. Alternativ könnt ihr den Finanzplaner eures Online-Bankings nutzen, indem ihr konkrete Sparziele eingeben und über den Zeitraum verfolgen könnt. Wie ihr das Geld anlegt oder spart, bleibt eurer eigenen Risikobereitschaft überlassen. Wichtig dabei ist nur, dass der gewünschte Betrag auch zum gewünschten Zeitpunkt zur Verfügung steht. Ihr solltet daher nicht unbedingt auf besonders schwankungsanfällige Anlagen setzen. Mein Rat, behaltet euer Budget und eure Sparziele im Blick. Kalkuliert nicht zu knapp, etwas gönnen könnt ihr euch aber trotzdem. Und nicht vergessen, je früher ihr anfangt zu sparen, desto besser. Wenn ihr Fragen zum Thema Finanzen habt, sprecht mit dem Bankberater eures Vertrauens oder bis zum nächsten Mal, euer Nils.